Noch ähnelt sie optisch bestenfalls einer Sternwarte. Böse Zungen sprechen gar von einem Bunker. Doch lange wird sich der Rohbau der wiedererstandenen Schlosskuppel nicht mehr diesem Sport aussetzen müssen, denn dank großzügiger Einzelspenden kann auch sie nun vollständig nach historischem Vorbild rekonstruiert werden. Wobei das Vorbild übrigens einst auch etwas länger auf seine Vollendung warten musste. Die Kuppel war schon immer das Ziel des als Abschluss für das Barockschloss. Das ist damals um 1700 durch Schlüter und Eosander nicht verwirklicht worden und ist dann erst Mitte des 19. Jahrhunderts zum Abschluss gekommen. Und damals hat Schinkel schon erste Arbeiten gemacht, später hat das Schlüter vollendet. Und es war praktisch immer das Ziel, diesem Schloss hier mit einer Kuppel auch die Krone gewissermaßen aufzusetzen und die Stadt, auch die Silhouette hier zu prägen. Und das ist, glaube ich, auch gelungen zu damaliger Zeit und wird heute auch der Stadt wieder Charakter zurückgeben, den Charakter weiterentwickeln. Und ich glaube, deswegen ist es als Abschluss sozusagen dieser Rekonstruktion schon von großem Wert. Dieser Anblick einer nackten und unvollendeten Kuppel bleibt allen Berlinern und Besuchern also erspart. Für Wilhelm von Bodin, den unermüdlichen Spendensammler und Kämpfer für den Schlosswiederaufbau, war die Rekonstruktion der Kuppel stets eine besondere Herzensangelegenheit. Die Kuppel ist das Wahrzeichen des Schlosses, zumindest in der fotografischen Überlieferung gewesen. Ohne diese Kuppel hätte der Raschdorfer Dom nicht gebaut werden können, weil diese Doppelkuppel Dom und Schloss einander bedingen. Und man hat ja auch gesehen, bevor hier der Kuppelanlauf Beton gegossen wurde, wie maßlos der Dom hier noch neben dem Schloss stand. Und jetzt ist er eingefangen und es ist einfach städtebaulich eine unbedingt nötige Lösung gewesen, diese Kuppel zu bauen. Die ersten Arbeiten an der Fassade der Kuppel haben nun bereits begonnen. Der Fokus liegt dabei zunächst auf der Verkleidung mit Sandsteinelementen. Später folgt das Kupferdach, die aus Bronze gefertigte Laterne und als krönender Abschluss das 3,5 Meter hohe vergoldete Kreuz. Unten die ersten Fenster sind schon im Sandstein verschwunden. Es wird jetzt zügig weitergebaut. Ich schätze, im halben Jahr sind wir oben an der Kuppelrundung angekommen mit allen Steinen. Und dann kommt die Kupferhaut. Und danach, die Laterne wird jetzt ausgeschrieben, kommt die Laterne oben auf die fertige Kupferhaut. Das ist also wie der untere Bau, stufenlos nach oben. Es wird nichts fehlen. Bis auf ein kleines Detail. Der Innenraum der Kuppel wird aus bautechnischen Gründen vorerst nicht genutzt werden. Es wird einen Raum unterhalb der Kuppel geben. Früher war dort die Schlosskapelle. Diesen Raum in etwa werden wir als besonderen Ausstellungsraum im Humboldt-Forum später nutzen. Die gesamte Hülle oder den gesamten Innenraum der Kuppel wird man später nicht begehen können, weil es technisch heute nicht sinnvoll war, das insgesamt als mit Museumsklima auszustatten. Hätten also große Ventilatoren oder sowas drin sein müssen. Das wollten wir nicht machen. Man wird die Kuppel von außen betrachten, bei einzelnen Tagen, vielleicht mal zum Tag des offenen Denkmals, wird es dann auch möglich sein, hier einen Blick hineinzuwerfen. Aber im Grundsatz ist es keine öffentliche Kuppel. Über 150 Jahre gehörte die Schlosskuppel zum Stadtbild Berlins. Mit der Rekonstruktion kehrt dieser prägende Blickpunkt auf der Sichtachse vom Brandenburger Tor und der Allee unter den Linden nun bald wieder zurück.